Hey! Und damit willkommen zurück zu Novus Inceptio. Und warum bin ich denn schon wieder langsam? Fängt doch gleich einfach noch so ein paar kleine, Nichts Schlimmes aufgenommen. Wow. Warum habe ich denn da jetzt zweite? Das finde ich praktisch. Dann können wir ja gleich in den Baumodus gehen, ne? Auch nett finde ich, dass er hier... Build. Das finde ich natürlich praktisch. Aber, irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht, oder? Na egal, wir platzieren es mal. Eigentlich sollte er es jetzt platzieren. Nee, nee. Ach man, wir müssen es erstmal anders machen. Remove. Wo ist es? Komm. Remove und... nee, da komme ich jetzt gerade nicht. Oh, da komme ich jetzt gerade nicht hin. Das da, removen. Nein. Inventory, Inventory. Wo ist mein Inventory? Da. Packen wir es mal hier ganz kurz rüber, die Türen. Finde ich cool, dass das nach einem Neustart dann eben so... Lalalala, war was? So, pick up. Ah, stimmt, jetzt bin ich wieder langsam. So, und jetzt machen wir nochmal Build. Genau. Created. So. Ah, den Hammer müssen wir noch anlegen. Die 2. Und Finish. So. Ah, jetzt müssen wir wieder ganz kurz ins Inventar. Weil wir es drin hatten und dann hat das jetzt erkannt. Okay, das ist cool. Das ist ein geiler Bug, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, und so können wir eigentlich auch die ganzen Sachen replizieren. Das Problem ist bloß, ich brauche nicht so viele Türen. Wie kriegen jetzt die Türen aus dieser Drohne raus? Ich möchte diese Tür eigentlich zerstören. Drop it. Drop it like it's hard. Capacity. Das Problem ist, wenn ich da drauf drücke, ich kann ihn nicht loswerden. Ich hoffe, das nimmt mir meine Drohne nicht übel. Gut. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Also wir haben jetzt festgestellt, wie wir unser Haus hier bauen. Und haben das Tutorial jetzt erstmal soweit durch, würde ich sagen. Dann geht es weiter mit dem nächsten Tutorial. Mal gucken, wo haben wir es denn da? Interaction, Skillbars, Condition, Anomalien, Items, Crafting, Building. Ah, genau. Wir wollten eine Kiste bauen. Da wollten wir jetzt mal gucken, wo wir genau die Kisten bauen können. Da ist Crafting. Cloth, Nail, Blade. Das ist jetzt erstmal egal. Knife, Axe, haben wir. Tools. Eine Säge. Das wäre natürlich auch sehr hilfreich. Eine Schaufel, eine Hake, eine Pickaxe. Eine Hake brauchen wir. Ein Head, ein Handle, zwei Handle und ein Rope. Okay, was? Aber trotzdem, Basic Campfire, Kindling Cooking, Raw, Leather, Plank, Ingot. Und dafür brauche ich auch Nähe eines Feuers. Okay, und Armor. Okay, das ist alles ja logisch. Hier brauchen wir dann Cloth. Und wo wir Cloth herbekommen? Das bekommen wir aus Thread. Oh mein Gott, da müssen wir massig sammeln, ey. Wird mir ja bescheuert. Aber nun gut. Und ich glaube, die Krebse, die schwimmen da so ein bisschen in der Luft. Ah, jetzt sind sie in Ordnung. Mal gucken, was wir hier sammeln können. Mit einer Axt zerstören. Hier können wir gerade gar nichts sammeln. Außer Sachen mit einer Axt zu zerstören. Das heißt, wir gehen nach da oben und sammeln da unsere Sachen. Nicht vergessen jetzt an dieser Stelle, dass ich diese Grafik noch auf normal gestellt habe. Ihr seht ab und zu mal oben so einen kleinen Balken, wie er nachlädt. Gehört aber in dem Augenblick leider dazu. Ja, weil 64 Quadratkilometer sind schon eine Nummer. Und Pick Branch, nein. Foraging. Eggs.
Branch. Ich will doch nur Laub. Laub, gib mir Laub. Laub, 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 komm raus, wo bist du? Laub, 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 komm raus, wo bist du? Alter. Bin ich denn... Geh ich halt dahin, meine Güte. So, 11 Leaves, die können wir jetzt erstmal schön einsammeln. Gute ist ja wirklich, dass man da jetzt dieses Auto-Loot hat und einfach nur E gedrückt halten muss. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Ja, also ihr seht, das Spiel hier ist sowas von mega, mega, mega komplex. Da hat man echt viel zu tun. Aber auch hier möchte ich ungerne irgendwie schneiden oder sonst was, was ja viele immer gerne machen. Weil ich bin ja einer, der wirklich da damit auch zeigt, wie viel Zeit man damit investiert. Hunger, Thirst, Cold. Ermüdet. Ah. Ich bin müde vom Blätter einsammeln. Oh. Ernsthaft? Oh mein Gott. Oh. Okay, gut. Also ich bin müde vom Blätter einsammeln. Aber ich hoffe, ich habe hier noch irgendwo was zu essen. Raspberry Seed. Plant? Nee. Oregano? Habe ich nichts mehr zum Essen? Majoram? Kann ich auch... kann ich essen? Gut, Majoran ist jetzt nicht gerade so das, was ich normalerweise essen würde, aber... Buletus. Macht ein bisschen satt. Aha, man soll ihn in Nähe eines Baumes benutzen. Gut, machen wir das mal. Komm, benutzen wir mal in der Nähe eines Baumes. Put down. Wollt mich jetzt verarschen, oder? Benutze ihn in der Nähe eines Baumes. Jetzt esse ich ihn doch. Okay, gut, passiert nichts. Kein Ding. So, achso, jetzt kann ich ja weiter Blätter sammeln. Nachdem ich ja jetzt wieder ein bisschen fitter bin. Wir brauchen nämlich massig, massig Blätter. Das ist halt wichtig. Mit den Blättern können wir uns dann halt die Fasern machen. Aus den Fasern das Garn und aus den Garnen dann das Seil. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Leaves er gesammelt hat. Das ist natürlich noch etwas, was jetzt da unten ergänzt werden könnte. So und so viel Leaves gesammelt. Aber okay, das sind die 10 Stück. Wunderbar. So, jetzt, das Auto-Crafting ist noch etwas, was ich jetzt gerade ein bisschen vermisse. Aber auch hier... Hallo, Fenster. Danke, Fenster. Man kann ja aber auch nicht mehr machen, ne? Man muss sich also immer an dieses bisschen da halten. Aber was wollen wir denn jetzt als nächstes machen? Das ist eine gute Frage. Wollen wir ein... Oh, wir wollen ein Tool machen. Die Frage ist jetzt nur, welches Tool? Wir gucken mal gleich ganz, was wir hier brauchen. Für das Tool nehmen wir mal... Den Hammer haben wir schon. Nehmen wir die Säge oder den Amboss. Den Amboss brauchen wir. Ingot. Und hier brauchen wir ein Handle. Handle haben wir hier, aber wo bekommen wir jetzt das daher? Blade, Handle, Handle, Rope. Also hier brauchen wir noch ein paar Handles. Okay. Und Handle können wir hier machen und dann machen wir davon 2 rein. Any Knife, ist klar. Habe ich gar nicht angelegt, aber Any Knife. Mhm. Gut. Ein Handle können wir also immer machen. So, nachdem wir jetzt 2 Handle haben.
können wir daraus, glaube ich, einen Haken machen, ne? Wir könnten uns eine Angel basteln. Dafür brauchte ich einen Cheft. Den habe ich da. Und dafür brauche ich Branch. Ich brauche einen Branch. Pick Branch. Ah, gut, er sammelt. Ich brauche nicht mehr gedrückt halten. Einfach nur einmal drücken und dann sammelt er automatisch. So. Haben wir jetzt. Jetzt gehen wir wieder rein. Und können uns jetzt ein Chef bauen, ne? Aber auch nicht mehrere. Mit einem Chef können wir den Hook bauen. Den Hook. Dann machen wir uns jetzt doch erstmal eine Angel, würde ich sagen. Ich glaube, eine Angel haben wir schneller fertig als der Rest. Dafür habe ich den Haken. Jetzt brauche ich da Thread. Und einen Chef. Ah, ich brauche noch einen Chef. Das ist ja kein Problem. Kann ich auch schnell craften. Heute haben wir mal eine richtige Crafting-Folge, kann das sein? Also gar nicht so wirklich viel mit Bewegung, weil man muss sich das Ganze ja die ganze Zeit antun. Oder kann ich mich nebenbei bewegen? Nee, geht nicht. Sagt das Spiel? Nein. Nö. Will er nicht. Und gerade wenn ich auch crafte, hat er da anscheinend ein paar Probleme. Und ich sehe gerade, ich bin mal wieder überladen. Aber okay, das ist alles kein Problem. Das haben wir eh dann bald wieder raus. Ja, wir machen aus diesen ganzen 2-Kilo-Stöckern mal eben, glaube ich, pro Stock 1 Kilo. Dass wir jetzt wirklich runter sind von dem Gewicht. Das ist schon mal vorteilhaft. Jetzt wollte ich weiter Threads machen. Ach, brauche ich sogar noch einmal mehr. Brauche nämlich eine Rope. Bark brauche ich jetzt gerade mal nicht. Ich weiß gar nicht, was ich mit der Bark anfangen kann. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Müsste ich jetzt gucken, wo ich was Bark-mäßiges brauche. Was ich aber noch brauche, ist definitiv ein Feuer. So. Ah, ne. Stopp. Ne, es geht jetzt nicht. Da irgendwie hin und her zu switchen. You've earned. Das habe ich zwar schon, aber. Okay. Tools. Fishing Rod. Kann ich herstellen. Und damit hätte ich dann eine Angel. Liebe Leute, ich habe eine Angel. Man glaubt es kaum. Ich habe in einer Folge es geschafft, doch mir eine Angel herzustellen. Crafting failed. Warum? Ach so, weil es blau ist, ne? Success 61. Jawohl, da haben wir unsere Angel. Und kann ich die jetzt auch aus dem Inventar da reinpacken? Tatsache. Okay, jetzt bin ich natürlich noch ein bisschen vollgeladen. Das heißt also, jetzt machen wir es mal ganz kurz. Oh, das war die Karte. Hier und da. Und dann packe ich jetzt erstmal ganz kurz hier so ein paar Sachen rüber. Was ich jetzt so instant nicht gebrauchen kann. Rohes Eisen. Roher Stein. Ich wüsste jetzt nicht, was ein gekochter Stein wäre, aber egal. Clay. Und die Bark. Packen wir auch noch beiseite. Genau, jetzt müssen wir eigentlich wieder richtig schnell sein. Ja. Wunderbar. Und jetzt wollen wir mal das Angeln üben. Was ist das da? Ist das da Angeln? Fishing. Genau. Würde ich doch glatt mal sagen, machen wir mal. Gut, an dem Wasser könnte man jetzt so ein bisschen meckern, aber. Fishing. Foraging. Oh. Botanize.
Ja, aber jetzt will ich auch noch angeln. Das macht er aber nicht. Muss ich mir jetzt... Ah! Man muss im Wasser stehen. Im Wasser. Man muss im Wasser stehen. Und wenn ich im Wasser stehe, im Vergleich zu anderen Spielen, löscht es meinen Durst. Jetzt habe ich nur noch kalt. Wahrscheinlich, weil ich im Wasser stehe. So, jetzt kann ich angeln. Aha, ein Kristall. Weißt du, wisst ihr, also, das ist so, ah. Wird es jetzt gerade echt Winter? Ja, es wird winterlich kalt. So wie das aussieht. Deswegen werde ich mich jetzt mal gekonnt in Richtung meiner Hütte bewegen. Und da in der Nähe auch ein Feuer dann hinbasteln. Jetzt mal ganz kurz hier hin. Epic. So, gucken wir mal, wie wir jetzt ein Feuer machen. Basic Campfire, was brauche ich denn? Kindings. Okay. Habe ich aber nicht. Ach, To-Do. Na, dann ist ja in Ordnung. Gerösteter Fisch mit ein bisschen... Da brauche ich aber ein Feuer. Torch, Small Barrel. Brauche ich Nägel? Ein Hammer. Okay, ich sehe, so kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Wie es weitergeht, das seht ihr jedenfalls in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Einschalten und sage wie immer, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.